Meine Damen und Herren, erster Tag Interhorst Graz. Wir melden uns ein letztes Mal zum Interview. Und ich sage ganz, ganz herzlich Dankeschön. Bei uns der strahlende Sieger, Franke Slotak. Ich habe gerade eben Ihre Ehrenrunde gesehen. Sie haben gestrahlt. Waren Sie nicht nur glücklich, sondern vielleicht auch ein bisschen überrascht, hier gewonnen zu haben? Eher nicht. Es ist natürlich immer, wenn man gewinnt, ist immer schön. Und es ist natürlich auch gerade, auch mit diesem Pferd, Nummer Deuxée, möchte mich auch bedanken bei dem Besitzer, weil der natürlich mir das auch ermöglicht, dieses Pferd, dass ich das zur Verfügung bekommen habe und dass ich dadurch natürlich auch die Möglichkeiten habe, auf dem Turnier mit vorne zu sein. Der war letzte Woche war das schon in Katowice sehr gut, war das erste Springen zweit und die anderen beiden Springen hat er gewonnen. Und ist natürlich immer toll, wenn er sowas auch fortsetzt. Und das hat er natürlich gerade in der großen Tour heute hervorragend gezeigt. Und es ist einfach toll, in welcher Verfassung das Pferd auch ist. Sie sind ja das ganze Jahr über schon erfolgreich mit ihm. Sie haben in Kiel schon eine Prüfung mit ihm gewonnen. Sie haben in Hagen schon gewonnen. Also ist schon so ein bisschen Geheimfavorit. Sie haben aber in der Zwischenzeit, Sie sind wieder sehr, sehr gut beritten. Sie haben Aquino, Sie haben Allegro. Welchen dieser Pferde trauen Sie denn für die Zukunft eigentlich am meisten zu? Ja, okay, das muss die Zeit einfach zeigen. Es ist ja so, dass Allegro La Silla und auch Nummer Deuxée, die sind beide erst 8 Jahre alt. Die haben eigentlich die erste Saison, wo sie etwas mehr auch von sich zeigen. Aquino ist für mich natürlich im Moment noch immer das wichtigste Pferd. Der ist 12 Jahre alt und hat natürlich schon mehr Kilometer gemacht, hat mehr Erfahrung. Und um gerade in der Spitze, wenn die Prüfungen natürlich extrem schwer sind, braucht man das natürlich noch. Und da ist er natürlich die anderen noch überlegen. Okay, Franke, Sie haben in Ihrer Laufbahn schon viel durchgemacht. Sie waren ganz oben, Sie waren mehrfach Deutscher Meister, Sie waren Weltmeister, Sie waren Olympiasieger. Und dann fällt man irgendwann mal so ein bisschen nach unten. Ich möchte nicht sagen, man fällt in ein Loch, aber es läuft nicht mehr so, wie es schon mal gelaufen ist. Jetzt sind Sie wieder auf dem Weg nach oben. Was haben Sie denn in Zukunft vor? Ja, was habe ich in Zukunft vor? Erst möchte ich eine kleine Geschichte dazu sagen. Es ist nämlich so, dass als Reiter verändert man sich ja nicht. Ist ja nur, dass man, wenn man das Pferd nicht hat, wir haben das auch am Beispiel Thomas Frühmann ja lange gesehen, dass er 13 Jahre fast weg war und dann eigentlich das Pferd hatte und sofort wieder in der Spitze mit dabei ist. Das ist eigentlich auch das Schöne an unserem Sport. Aber jeder hat natürlich auch vor Sorge zu tragen, dass er ein gutes Pferd hat. Ich hatte natürlich die letzten Jahre auch so ein bisschen Probleme, auch für mich selber mit dem Stall und das alle auch zu organisieren. Und da war eigentlich auch die anderen Pferde alle noch recht jung. Kein Sponsor an der Seite, der das Ganze auch mitfinanziert. Und dadurch ist man natürlich auch gezwungen, auch einige Pferde, junge Pferde auch zu verkaufen. Und das hat natürlich auch diese Zeit dann aufgenommen. Letzte Frage für heute, denn ich denke, Sie haben noch ein anstrengendes Wochenende vor sich. Sie sind jetzt heute in Graz. Erste Interhorst Graz. Es macht einen unheimlich herzlichen Eindruck hier. Es macht sehr viel Spaß. Nach welchen Aspekten suchen Sie sich die Turniere aus? Schaut man schon mal, wer ist da, wo kann ich gewinnen? Oder sagt man einfach, ach, ich möchte mal wieder nach Österreich, ich fahre nach Graz? Nein, ich muss sagen, ich bin angesprochen worden. Das ist das erste Mal hier. Und die haben mir eigentlich im Vorfeld schon gesagt, dass die Halle hier sehr schön ist und dass eigentlich die Bedingungen optimal sind. Für mich ist auch immer etwas Wichtiges dabei. Erstens, passt das für meine Pferde im Moment gut? Das andere ist natürlich auch, es ist auch wichtig, dass wir für unseren Sport, dass wir was tun und dass wir auch in dieser Art diese Turniere auch halten und versuchen zu unterstützen, dass sie in die nächsten Jahre auch weiter nach oben, dass sie wachsen. Und ich bin auch letzte Woche in Katowice, das ist auch ein Turnier, wo ich einfach versuche, der Veranstalter natürlich auch mitzuhelfen, diesen zu starten, weil ich glaube, das ist unheimlich wichtig für unseren Sport, dass auch gerade diese Veranstaltungen auch mit guten Namen auch besetzt werden und auch dadurch, dass wir natürlich dann auch das weitergeben, dass einfach hier die Bedingungen und so, dass es gut ist, eine schöne Halle ist, die Stallung und alles in Ordnung. Dadurch hat natürlich auch im nächsten Jahr, dass man der Veranstalter wieder Vorteile, dass auch andere Reiter im nächsten Jahr hier wieder hinkommen. Ich denke auch, die haben hier eine ganz große Zukunft vor sich und ich würde mich freuen, wenn wir uns vielleicht am Wochenende noch mal sehen. Wir wünschen Ihnen für das weitere Turnier und vor allem für die weitere Saison oder die Saisonen, die noch kommen, alles, alles Gute. Wir würden uns freuen, Sie wieder ganz oben zu sehen. Schönen Abend noch. Danke, Franke. Meine Damen und Herren, das war's für heute. Wir geben zurück ins Studio.